liebe Genossinnen, liebe Frauen, ich möchte, ich stand schon ein paar Mal hier, aber noch nicht als Vorsitzende des Landesfrauenrates hier in Sachsen-Anhalt. Ich möchte euch, ich möchte Sie ganz herzlich hier in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, meiner Heimatstadt, begrüßen. Und ich freue mich, dass ich es erstmals eben als Vorsitzende des Landesfrauenrates machen kann. Ich bin im März diesen Jahres in dieses Amt gewählt worden und darf seither die Interessen von 34 Mitgliedsverbänden mit über 100.000 Frauen hier in Sachsen-Anhalt vertreten. Und ich kann sagen, das ist nicht immer einfach. Wir sind sehr breit aufgestellt, wie sicherlich auch die Landesfrauenräte, die euch bekannt sind aus den eigenen Ländern. Wir haben sämtliche Frauenorganisationen der demokratisch aufgestellten Parteien, die Gewerkschaften, die Kirchen sind bei uns vertreten, aber eben auch Frauen aus Berufsverbänden, die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, wo ich auch ganz herzlich die kommunale Gleichstellungsbeauftragte aus dem Borgenlandkreis, Steffi Schikor, hier begrüßen möchte, sind bei uns vertreten. Und ich habe festgestellt, in der letzten Woche waren wir bei der Konferenz der Landesfrauenräte in Erfurt, wo sämtliche Landesfrauenräte bis auf Hessen auch vertreten waren. Und wir sind hier in Sachsen-Anhalt, das sage ich auch mal ganz stolz und selbstbewusst, sehr gut aufgestellt. Nicht nur durch unsere institutionelle Förderung, die wir jedes Jahr bekommen, sondern auch unser Standing, was wir hier in Sachsen-Anhalt haben. Ich sage mal, Politik kommt an uns nicht mehr vorbei und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Wir werden in diesem Jahr 20 Jahre. Wir haben bisher sehr erfolgreich gearbeitet. Wir werden bei Stellungnahmen einbezogen in die Landtagsarbeit, aber auch schon von der Landesregierung. Wir haben ein sehr erfolgreiches EU-Projekt jetzt in der zweiten Auflage, wo wir auch eine Menge Geld vom Wirtschaftsministerium erhalten und wo wir junge Frauen in die Existenzgründung hineinbegleiten. Ich denke mal, das ist ein Thema nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern auch für andere Länder. Da kann ich auch mal einen Blick auf unsere Homepage empfehlen. Und es ist sehr spannend und es ist sehr wichtig, gerade beim Thema Fachkräftemangel, die jungen Frauen in dieser Art und Weise zu unterstützen. Man kommt in Sachsen-Anhalt um das Thema Frauenpolitik aber auch noch aus einem ganz anderen Grund nicht mehr hin. Und das möchte ich auch ganz offen sagen. Wir haben eine Landesregierung seit März diesen Jahres nach der Landtagswahl, die insbesondere in zwei Punkten für Aufmerksamkeit sorgte, nämlich als der Ministerpräsident Rainer Haseloff in Klammern CDU verkündete, das Schöne an den Ostfrauen sei, sie würden nicht darüber streiten, ob es jetzt Biofleisch sein muss oder anderes Fleisch. Sie kochen das einfach und das ist lecker. Und das ist ein Wert an sich, hat im Übrigen was mit unserer Diktaturerfahrung zu tun, dass wir einfach leichter zu handeln sind. Dem setzte dann aber der Innenminister noch eins drauf, der seine eigenen Frauen in der Fraktion mit dem Wort Eierstockgehabe einfach mal so plump beiseite schob und sie darauf verwies, Posten in der Fraktion seien für sie nicht zu haben. Spannendes Ergebnis ist, dass wir inzwischen im Landtag, aber auch darüber hinaus sehr eng zusammenarbeiten mit den CDU-Frauen. Es gibt eine informelle Runde, die sehr gut funktioniert, in fachlicher Art und Weise. Und das Ergebnis, wir sind jetzt seit 6 Monaten aufgestellt als Landtag. Wir haben mehrfach schon über Frauenthemen, also und ich sage auch ganz bewusst nicht nur geschlechterpolitische Themen, sondern tatsächlich Frauenthemen in Sachsen-Anhalt gesprochen. Wir haben es erreicht, dass wir in Sachsen-Anhalt ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit gemeinsam mit CDU und SPD-Frauen aufstellen werden und auch regelmäßig darüber Berichte seitens der Landesregierung erhalten. Wir haben einen Antrag zumindest in den Ausschüssen zum Thema Frauenquote. Unsere Landesregierung hatte sich in ihrer Koalitionsvereinbarung festgeschrieben, dass in den Landesbehörden 40% Frauen in Führungspositionen in Zukunft sein sollen. Vielleicht zum Hintergrund, wer sich so ein bisschen im Besoldungsrecht auskennt, von B2 bis B11, das ist alles ab Referatsleiter bis Staatssekretärin, Ministerin, da haben wir gerade mal 13% Frauen und 86 und ein paar zerquetschte Prozent Männer. Das heißt, da ist viel zu tun. Und ich denke mal, das werden gerade wir als Landesfrauenrat auch sehr intensiv begleiten. Das Spannendste ist aber, dass wir tatsächlich in Sachsen-Anhalt einen Beschluss haben, der da heißt, wir führen in Zukunft, die Berliner Frauen sind da schon weiter, einen geschlechtergerechten Haushalt hier ein. Das ist was sehr Wichtiges, weil das ist nicht nur auf dem Bereich Soziales, den Stempel tragen wir ja alle auf unserer Stirn. Nein, das heißt, alle Ressorts werden in Zukunft ihren Haushalt geschlechtergerecht aufstellen müssen. Und ich denke, das wird nachhaltige Wirkungen haben und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Ich habe der Tagesordnung heute viele spannende Themen entnommen.
Ich kann sagen, das World Café, ich kenne diese Methodik, das ist eine sehr produktive Methodik. Ich finde es klasse, dass sich da auch alle Frauen mit einbringen können und so ihre Gedanken und Ideen ja, mitschreiben, mitdenken, mit zum Ausdruck bringen können. Ich wünsche der Bundesfrauenkonferenz, dem Frauenplenum heute hier ja, interessante, leidenschaftliche, aber vor allem konstruktive Debatten und ich hoffe, dass wir uns dann auf dem Bundesparteitag wiedersehen in Erfurt und bin gespannt, welche Ergebnisse dabei herauskommen. Vielen Dank.